Die Propheten Gottes waren meistens in der, oder fast immer in der Minderzahl, einzigartig. Und so spricht auch hier der Petrus, weil er weiß von seinem Herrn, der ihn gewarnt hat in Matthäus 24, dass falsche Lehrer und Verführer kommen werden. Und er spricht von dieser Zeit, die am Ende ganz massiv sein wird. Das Echte vom Unechten wird ganz schwierig zu sein, zu unterscheiden. Deshalb schreibt hier der Petrus eine große Warnung von falschen Propheten und von falschen Lehrern. Und wir wollen anfangen zu lesen ab dem ersten Vers im zweiten Kapitel vom zweiten Petrusbrief. Es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, die, wie auch unter euch, falsche Lehrer sein werden, die verderbliche Irrlehren heimlich verbreiten werden und indem sie den Herrn verleugnen, der sie erkauft hat, und dabei ihren eigenen Untergang bald herbeiführen. Und viele werden ihrem zügellosen Leben folgen. Um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Aus Habsucht werden sie euch mit erfundenen Worten ausbeuten. Doch das von alters her für sie beschlossene Urteil bleibt nicht aus. Und ihr Verderben schläft nicht. Und ich überspringe jetzt einige der Texte. Wir kommen noch auf sie zurück und kommen zu dem Abschnitt, der ja so hier weitergeht. Ab Vers 15. Sie haben den richtigen Weg verlassen und gehen in die Irre und folgen dem Weg Bileams, des Sohnes Beors, der den Lohn der Ungerechtigkeit liebte, aber einen Tadel für seine Übertretung empfing. Das stumme Lasttier redete mit Menschenstimme und sträubte sich gegen die Torheit des Propheten. Das sind Brunnen ohne Wasser, Wolken ohne Sturmwind, getrieben, und ihnen ist die dunkelste Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt. Denn sie reden stolze und leere Worte, locken durch die Begierden ihres ausschweifenden Lebens diejenigen, die gerade denen entkommen waren, die im Irrtum lebten. Sie versprechen ihnen Freiheit, obwohl sie selbst Sklaven des Verderbens sind. Denn von wem jemand überwunden ist, dessen Sklave ist er geworden. Denn wenn sie den Befleckungen der Welt durch die Erkenntnis des Herrn und Heilandes Jesus Christus entkommen sind, werden aber wieder in ihnen verstrickt und von ihnen überwunden, dann sind sie zuletzt schlimmer dran als davor. Denn es wäre für sie besser, wenn sie den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt hätten, als dass sie ihn erkennen und sich vom heiligen Gebot, das ihnen gegeben wurde, abkehren. Ihnen ist es nach dem wahren Sprichwort ergangen, ein Hund ist zu dem zurückgekehrt, was er erbrochen hat. Und die Sau wälzt sich nach der Schwemme wieder im Kot.